Hallo und herzlich willkommen zurück zu Open Transport Tycoon. Und mir ist aufgefallen, als ich die letzten Videos durchschaut oder nochmal überschaut habe, dass wir da irgendwie hatten, dass hier unten was geschlossen hat. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wo das denn war. Frage ist, wie kriegt man das jetzt raus? Kann eigentlich irgendwas sein, wo Minus war, aber tja. Es war auf jeden Fall eine LKW-Station. Tja. Wie kriegt man das jetzt raus? Dann könnte ich das Video nochmal neu angucken. Das Problem ist halt, dass ich nicht mehr so genau weiß, welche Stelle das war. Vielleicht habt ihr das ja irgendwo gesehen. Wie? Oh, was ist denn hier los? Stau? Oder Ausbau am... Worauf warten die denn hier? Oh, haben die... Ernsthaft? Oh. Hab ich da wieder für einen Käse gemacht hier? Das ist ja nicht zu fassen. Ja, wie gesagt, wie kriegt man das jetzt raus, welche Station das war? Wahrscheinlich... Im Prinzip einfach nur, indem wir gucken, welches Fahrzeug hier Verlust hat und man das dann einfach durchgeht. Im letzten Jahr. Die haben noch, da war was. Also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch gesehen habt. Die hier? Genau, die müssten das gewesen sein. Eisenerz. Haben wir da eine Alternative in der Nähe? Lassen wir die einfach hier hinfahren. Ja, ich hätte die Station lieber mal hier, falls ich... hier sehe ich schon mal so, es müsste... Wow, was ist das für ein Stau? Achso, die Wart... Das staut sich alles hier... Oh Gott, das staut sich alles hier zurück von... Oh, Hilfe. Hilfe. Das staut sich alles dort von dem Holz zurück. Oh, ich gehe kaputt. Wenn man da nicht kaputt gehen soll bei sowas, ich weiß es auch nicht. Herrlich. Das ist ja genau das Chaos. Wie würde der Michael Manusakis von Morlock Motors sagen? Katastrophe! Katastrophe! So ist das ungefähr. Ach, herrlich. So, die können wir jetzt auch mit Shared Orders einmal hier umziehen. Das ist ja richtig toll, dass das zum Glück funktioniert. Zack. Jetzt fahren die automatisch dort beide hin, ne? Genau. Das können wir abreißen. Das müsste jetzt eigentlich die Station gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob eventuell noch andere dazugekommen sind. Weil ich komme bloß sporadisch unten hin. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas seht, wo unten was geschlossen hat, was wir anfahren, dann schreibt es in die Kommentare. So. Okay. Was wollen wir jetzt als nächstes machen? Ich habe gerade schon wieder was gesehen, wo man wahrscheinlich mal... die Strecke anders füllen müsste hier. Aber das... zu bauen... Das ist, glaube ich, ein bisschen sportlich. Wie gesagt, ist eigentlich fast schon zu spät. Eigentlich müsste man hier rum, hier oben rum, dann hier unten abbiegen. Oder wenigstens hier geradeaus runter. Aber das geht schon, glaube ich, nicht mehr, weil wir ja hier... Also haben wir natürlich das Problem, dass wir dann hier so eine Strecke hochbauen müssen. Das lassen wir, glaube ich, so.
Oder kann man hier noch irgendwas machen? An der Stelle. Ja, da müsste man ziemlich viel umbauen, weil das ja jetzt hier, das ist ja sechsgleisig der Abschnitt. Ob man da was machen kann, auch mit Depotberücksichtigung. Ach, das ist natürlich. Schon eine schwere Frage auf jeden Fall. Hier bei Okunuma Süd, da bauen sie auch schon, da habe ich eine Idee, wie man das machen kann, weil es kam nämlich in den Kommentaren, anstatt Tunnel, wurde vorgeschlagen, anstatt Tunnel Hochbahn zu bauen. Nagatani, im Fall von Nagatani, dass sie doppelte Steigung vermieten. Müssen wir mal reingucken. Ohne Holzsubvention. Ach nö, komm, lass. Nagatani. Nagatani. Wo ist es? Achso, ich bin bei M. Eine doppelte Steigung. Ach, das hier. Stimmt. Na gut, jetzt haben wir es so gebaut. Jetzt ist es zu spät. Ja, Kalakok schreibt komische Städte. Fortschritt kommt und Beliebtheit geht. Ich habe eine Idee für den Bahnhof bei Haranur, schreibt Carla Cox. Da jetzt auch Güterzüge durchfahren, könntest du den Bahnsteig nach außen verlegen und in der Mitte zwei Durchfahrtsgleise legen, also mit Bahnhof vier Gleise. Als Verbindung für die Fahrgäste würden sie eine AGA-Überführung eignen. Ja, die AGA-Überführung. Oh Gott, komm, bauen wir jetzt einfach mal hier. Eine AGA-Überführung. Die schon wieder hier lang bauen, Wahnsinn. Bauen wir mal eine AGA-Überführung. Habe ich da richtig Lust drauf. So. Ja, der Sommer ist, glaube ich, so ziemlich vorbei, würde ich mal behaupten, so wie das aussieht. Was wollt ihr machen? Nach außen Bahnsteig von nach außen, in der Mitte zwei Durchfahrtsgleise. Das heißt, wir müssen das hier ins nach außen legen. Dann kommt da nämlich ein großräumiger, viergleisiger Abschnitt hin, wo sich dann die Züge schon rechtzeitig. Achso, warte mal, Moment, bevor die uns wieder blöd finden. Wir finden uns schlecht, eieiei. Das kann es jetzt eventuell schon gewesen sein. Müssen wir ein bisschen mit Bäumen gucken, dass wir mal ein bisschen was reißen. Weißt, wie sagt man so schön, immer erst den Bahnhof bauen und dann Terraforming. So. Das machen wir, damit die Leute beim Warten nicht die Güterzüge sehen, sondern den Blick aufs Meer haben. Machen wir hier einen eingleisigen Bahnhof hin. Na gut, das ist schon Shinkansen-Bahnsteig. Muss natürlich dann auch einheitlich sein. Wir machen hier erstmal vier lang. Müsste, glaube ich, dann hier hinkommen. Achso, Moment. Das ist natürlich dumm. Station muss natürlich gemerged werden. Nee, das ist falsch. So, dann machen wir jetzt eine Lücke rein. Wenn wieder das das Bahnhofsschild hinkommt. Wo haben wir es? Hier. Und dann kommt. Guck mal, ob es überhaupt geht. Ach, die Überführung, die geht wieder nur in die andere Richtung. Ach, das ist ja jetzt dumm. Oh, Leute. Geht das jetzt gar nicht so, wie ich das will? Das ist doch wieder nur Mist. Die Leute sollen doch. Jetzt muss ich erstmal kurz Transparenz einstellen.
Achso, die haben hier so einen Dingsschuppen. Ja. Also geht das nicht so mit dem, mit der Idee, dass die da durchgucken können. Schade. Dann müssen wir das doch zweigleisig. Ah ne, dann muss ich das in die andere Richtung bauen. Den Bahnhof. Oder kann ich nicht mit dieser Überführung tricksen? Ist dann halt hier hinten gesperrt, dann ist es halt ein, dann ist es halt ein Vorbau für eine Erweiterung dort. Also irgendwie, da müssen wir den Bahnhof hier anbinden, da sie dort auch schon lang fahren können. Wird bestimmt katastrophal aussehen. Ist natürlich blöd, dass die jetzt hier Häuser hingebaut haben. Ich fände das viel cooler, wenn irgendwie die Straße hier unten durchgeht, dass sie das gleich zum nutzen können, um hier rüber zu bauen. Was ist nicht in derselben Höhe? Hä? Lass mich veräppeln. So. Natürlich ein bisschen planieren hier. Was bleibt denn nicht aus? So, wo fädeln wir das jetzt an? Ja, gute Frage. Muss der Bahnhof abgerissen werden? Nee, muss er nicht. Ha! Ah, ich hab eine Idee, wie wir das dann gleich machen. Moment, wir bauen erstmal hier überhaupt erstmal die Strecke, binden wir hier an. Das ist natürlich alles ein bisschen passt, mit den Brücken und sowas, dass es ein bisschen gleichmäßig aussieht. Machen wir das mal so hier. Gut, die können wir eigentlich auch jetzt unten durchbauen. Aber die Brücken könnte dann eigentlich die Stadt nutzen, um dann, könnte man dann eigentlich Straßen drunter bauen, dass sie dann dorthin kommen. Das ist dann sozusagen das, was vorgeschlagen wurde. So als Damm bauen wir hier so eine Straße durch und dann könnt ihr halt hier rüber bauen. Ich mache das jetzt erstmal. Das ist jetzt natürlich ein bisschen die, wie sagt man. Die russische.